Mein Podcast heißt Zuhören statt nur Gaffen, Minuten der Menschlichkeit. Und es geht eigentlich genau darum, dass ich versuche, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass man nicht, wenn man etwas sieht, was fremd ist, gafft und sich abwendet, sondern dass man vielleicht hingeht und sagt, hey, ich weiß nicht, was das ist, ich weiß nicht, was du genau machst, aber ich würde mich dafür interessieren und bitte erklär es mir doch. Ich glaube, dass Podcasten total spannend ist, weil es einfach nur darum geht, was jemand sagt. Es geht nur um die Inhalte, es geht nicht darum, wie sieht jemand aus, sondern es geht wirklich einfach um die Meinung und die Aussagen der Person. Ich glaube, dass als Anne-Frank-Botschafterin für mein Projekt ist Podcasten die richtige Entscheidung gewesen, weil es total offen ist. Also ich kann mir bei jeder Folge andere Menschen aussuchen, in Anführungszeichen. Also es kann in immer eine andere Richtung gehen, ich bin nicht festgefahren. Und es ist etwas, das ich immer weitergehen machen kann. Und auch wenn ich mich weiterentwickle, kann sich der Podcast auch weiterentwickeln.